Oder machen wir hier Schwert und Axt, weil wir finden eigentlich relativ viele Schwerter und relativ viele Äxte, Schläge, nicht so viele. Deswegen machen wir jetzt erstmal das hier fertig. So, Feigling. Feuerring. Oh. Barbarei. 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 Das ist natürlich ein cooler Move. Ja, also der ist wirklich cool. Was haben wir hier noch? Bliede. Naja, ich weiß nicht, was daran ein Katapult ist, beziehungsweise eine Bliede. So, Halskracher. Ah. So. Scharlachrot. Y, 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 X, X. Okay, das kriegen wir hin. Oder 4-mal Y. Dann machen wir den Halskracher. Sehr schön. Gut, dann sagen wir mal hier. Oh. Ja, so. Ach, verdammt, jetzt habe ich die Punkte zurückgesetzt. Aber okay, dann machen wir hier nochmal das und das und das. Und was hatten wir jetzt? Genau, das wollte ich eigentlich machen. Ich wollte den Templerflug noch weiter verbessern. Rüstung sind wir ja schon perfekt stark. So, und die 7 Punkte, die hatten wir jetzt in Schwert und Axt. So. Machen wir zack, 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 zack. Und zack, zack, zack. Okay, passt. Perfekt. Gut. Jetzt haben wir das mal im Speedrun durchgezogen. Oh, Errungenschaft. Spalten und Walten. Yeah, Mann. Das Kapitol. Kein Geheimnis bleibt für immer geheim. Das Kapitol. Ist das ein heiliger Ort? Nee, nicht wirklich. Ja, er ist heilig. So heilig wie die Reliquie, die wir suchen. Spielt ihr endlich mit offenen Karten, Morfera? Es gibt keinen Grund mehr für Versteckspiele. Euer Befehl lautet, die Reliquie zu finden. Wie könnt ihr sicher sein, dass ich damit nicht das Weite suche? Weil ohne das Fragment in meinem Besitz jede andere Reliquie nutzlos ist. Wenn ihr sie findet, werden wir uns einig werden, da bin ich mir sicher. Wenn diese Reliquie so wichtig ist, warum holt ihr sie euch nicht selbst? Beschissert. Aber, fühlt ihr euch denn gar nicht geehrt, dass ich euch solch einen wichtigen Auftrag gebe? Geht jetzt und beeilt euch. Wir werden den Eingang zum Hof bewachen. Ich bin Ja. schon lange auf der Suche nach dieser Reliquie. Enttäuscht mich nicht. Ja, aber natürlich. Wir werden dich Ich nicht habe ein schlechtes enttäuschen. Gefühl, Esteban. Ich spüre eine bedrohliche Präsenz. Was ist es denn diesmal? Noch mehr verfluchte Generäle? Dämonen? Vergiss meine Vorahnung. Der So. Haupteingang ist abgesperrt. Wir müssen einen anderen Weg finden. Wir brauchen auf alle Fälle vier Truhen. Ich frage mich, wie viele Gegner da drinnen wohl auf uns warten. Also, wir haben vier Truhen und ein Herz, was wir. Oder Kreuz, was wir suchen müssen. Wieso sag ich eigentlich Herz? Ja, Kreuze sind es eigentlich nur. So, hier haben wir schon mal die erste Truhe. Also, immer. Mein Tipp ist immer bei diesem Spiel erstmal wirklich alles abgehen, wo man so von den Programmierern das Recht bekommen hat, hinzulaufen. Und nicht immer stromlinienförmig irgendwo mitrennen. Der einfachste Weg ist immer der, wo man nicht alles mitbekommt. Das gehen wir hier durch. Ja, okay, hier hinten sollte man nicht hinrennen. So, in dem Modus ist man natürlich auch schneller, deswegen wechsle ich auch gerne in den Modus hinein. Okay, hier haben wir nichts Großes. Ich laufe mal bis vor das Kapitol. Der hat ja gesagt, das ist ja eh abgeschlossen und somit können wir ja da es eh knicken, irgendwas Großes zu finden. Ja. Okay. Okay, wir haben 15 Pfeile, also können wir jetzt easy peasy die Typen dort eliminieren. Ich
finde dieses Auto-Target immer so nervend. Aber okay. Das Ziel bei Xbox Games ist eh für die Tonne. Also wenn man PC-Gamer ist, dann ist das echt für den Arsch. Also nimmt es mich übel, aber nichts geht über PC. Auch wenn man mit dem Controller auf PC gut spielen kann, muss ich auch neidlos zugeben, aber ernsthaft. Wenn ich da jetzt die Möglichkeit hätte, das Ding hier mit einer Maus zu spielen, dann würde ich das auch bevorzugen. Bevorzugt machen. Esteban, ich brauche deine legendäre Kraft. Stets zu Diensten, Nels. Reicht schon, reicht schon. Wir brauchen nicht weiter das Ding schieben. So, jetzt gucken wir gleich mal hier hinter. War hier noch was? Das sind halt immer. Ja, wusste ich doch. Das sind doch immer so eine Orte, wo die Programmierer gerne irgendwas verstecken. So, Kopf weg. Oh, das war knapp. Das war echt knapp. So. Und weiter geht's. Ich laufe auch jetzt schon mal wieder mit der Auto-Target-Taste im Anschlag durch die Gegend. Oh, da ist das. Da ist es. Hier auf der rechten Seite. Moment. Hallo. Na komm. Wieso treffe ich das nicht? Das blutige Kreuz. Ihr wollt mich doch jetzt verarschen, oder? Wie komme ich da ran? Lauf doch einfach mal weiter, Meta, so viel raus. Ja, und da komme ich wieder nicht ran. Also, vormerken, dort ist ein blutiges Kreuz. Dort hinter dem Zaun. Wir können leider nicht durchschießen, weil der Zaun anscheinend zu dicke ist. Oder elektrostatische Feuer abfängt. Oh, jetzt haben wir hier wieder so eine fest montierte Kamera. Finden Sie einen Weg durch die Kanalisation. Durch das Wasser kommen wir nie im Leben. Unsere Rüstung wird uns nach unten ziehen. Nun, ich kenne einen Ort, wo es mit Sicherheit kein Wasser gibt. Vorsicht! Es ist eine Flammenhölle! Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Hölle sind Dutzende von Menschen. Ich habe noch nie zuvor so viele Verdammte an einem Ort gesehen. Das muss ein Massengrab gewesen sein. Aber sehen soll man hier nicht läutern, ne? Diese Waffe sieht ziemlich gebraucht aus. Ich sollte aufpassen. Verdammt, wie viele von denen gibt es denn? Ich habe aufgehört zu zählen. Ja, ich gucke jetzt hier mal ganz in Ruhe. Denn wir haben hier eh unendlich, also die Möglichkeit, unendlich viele Typen zu töten. Deswegen gucke ich jetzt mal ganz in Ruhe, ob wir hier vielleicht irgendwo ein paar Truhen und sowas finden. Aha. Irgendwo in den Ecken versteckt. Nö. Doch, hier haben wir eh, ne? 3 von 4. Rein. Ey, das ist ja mal so ein Feuerlabyrinth, hasse ich. Also, weil hier sieht alles gleich aus. Hier hat man keine Fixpunkte, an die man sich wirklich orientieren kann. Da muss ich echt sagen, das ist nervend. Okay, da scheint es weiter zu gehen. Deswegen gehen wir jetzt erst nochmal zurück. Kurz da gucken, ob wir da noch die letzte Truhe vielleicht im Punkt. Ja.
Also in unregelmäßigen Abständen spawnen die also anscheinend nach. Ernsthaft. Also hier geht's einmal hoch. Zum Glück kann man auch nochmal zurückgehen. Finde ich sehr schön. Und jetzt gucken wir hier nochmal. Weiter so! Diese Tür muss halten! Haltet sie zurück! Sie haben uns doch nicht gesehen. Vielleicht, wenn wir uns anschleichen. Scheiße! Was zum... Sie sind bereits drin! Tötet sie! Nehmen wir den Gerät. Meine Waffe ist gerade also, wir können, jetzt wissen wir zumindest schon mal. Anderen Weg hätte ich hoch. Die Bonifatius weitergehen so lange sollen. Sucht, ist irgendwo hier. Vor unserer Nase. Also gut. Aber wo genau finden wir sie? Ich weiß es nicht. Lass uns suchen. Oh, da war noch die letzte Kiste. Das ist doch schon mal sehr gut. Oh ja, hier geht's. Oh. Lauf weiter! Scheiße, wir können da nicht nochmal reingehen. Ah, Mann, ey. Okay, jetzt müssen wir hier erstmal was suchen. Okay, das war eigentlich relativ einfach hier. Aber ich find's jetzt blöd, dass ich das Herz da vergessen habe. Was immer sich in dieser Kiste befindet, könnte eine weitere Reliquie der Kreuzigung sein. Es könnte auch der Grund dafür sein, warum wir Konstantinopel überhaupt angegriffen haben, Ombre. Der Grund dafür, dass so viele Menschen ihr Leben lassen mussten. Wir sollten damit verschwinden. Was immer Morfera vorhat, wir dürfen es nicht zulassen. Morfera wird uns alle seine Schergen auf den Hals setzen. Und? Das wäre zu riskant. Aber du hast recht. Ich will auch nicht, dass er Erfolg hat. Und wenn wir dieses Ding nicht stellen, dann verpasse ich die Chance auf den größten Diebstahl meines Lebens. In diesem Fall ist Diebstahl unsere heilige Pflicht. So, jetzt gucken wir mal. Heilige Lanze. Esteban, diese Lanzenspitze ist eine heilige Reliquie. Weißt du, was das bedeutet? Einer von uns kann sich damit erlösen. Dads, irgendwelche Vorschläge? Nicht wirklich. Ich hatte bereits befürchtet, dass wir uns nicht mehr wiedersehen würden. Wir lassen nicht zu, dass ihr die Reliquie in die Finger bekommt. Also bitte, ihr habt doch keine Ahnung, was ihr damit anfangen könntet. Gebt mir die Reliquie und ich werde ihre Kräfte mit euch teilen. Kommt schon, versteht ihr denn nicht? Zusammen können wir über den Orient herrschen. Schaff erstmal über den Okzident. Eure Allmachtsfantasien interessieren mich nicht. Diese Reliquien sollten niemals dem Machthunger dienen. Ich werde sie zu meinem Vater bringen. Er wird wissen, was zu tun ist. John DeBay weiß nicht mehr als ihr selbst. Hätte er auf mich gehört, würde er jetzt an meiner Seite stehen, statt wie ein heimatloser Vagabund durch die Wüste zu ziehen. Ich wusste, dass ihr meinem Vater schon begegnet wart. Er hat sich immer für Gerechtigkeit eingesetzt. Kein Wunder, dass er sich euch nicht angeschlossen hat. Euer Vater ist nichts weiter als ein Dummkopf. Er hat mich wertvolle Jahre gekostet. Und Martin Dalgay war nicht minder ärgerlich. Kein Wunder, dass sie so gut waren. Aber ist der Sohn so dumm wie sein Vater? Ich halte ihn für klüger. Überleg gut, Dance. Ich werde mein Angebot nicht wiederholen. Dance, ich will nicht sterben. Wir sind nur zu zweit und sie sind zu viele. Morfora, ihr wollt die Lanze? Da habt ihr sie! Scheiße! Netter Versuch.
Gib zu, dass das verdammt knapp war. Ich schließe mich der Antwort des Spaniers an. Ich würde niemals einen Pakt mit euch eingehen. Selbst der Teufel würde sich das mehr als einmal überlegen. Sehr schön. Montferrat, ich werde mit den Reliquien die Erlösung finden. Eure Zeit jedoch ist abgelaufen. Wie ihr wünscht. Tötet sie alle! Ich dachte mir, ich sie nicht schaffen würden. Lasst uns das Höllenfeuer entfachen! Kann ich gerade leider nicht. Ich wollte nämlich jetzt hier erstmal die ganzen kleinen blöden Idioten plätten. Die ganzen kleinen Ads. Und dann halt mich dann um den Dicken kümmern. Da hat man zumindest seine Ruhe. Und dann kann man halt in der Überzahl gegen ihn alleine kämpfen. So.